Aus der Internet kommt nach dem NES Mini jetzt der Super NES Mini. Darauf deutet ein aktueller Patentantrag von Nintendo hin. Denn beim Produktfoto zu diesem Antrag ist der klassische Super NES Controller im US-Layout, also in Pink und Lila, zu sehen. Das Interessante daran ist, da sind keine Buttonbezeichnungen oder ein Konsolenlogo obendrauf. Könnte also gut sein, dass das der Controller zur Mini-Konsole SNES Mini ist. Beim NES Mini war es ja so, dass der Controller auch so aussah wie der alte, nur leicht anders war. Aus dem Antrag an sich geht das nicht so recht hervor. Der ist sehr vage gehalten und spricht nur von Videospielen und Videospielgeräten für den Privatgebrauch. Bleibt also abzuwarten, ob da das SNES Mini kommt. Es wäre aber sehr wahrscheinlich, denn das NES Mini war ein unglaublicher Verkaufserfolg, der im Weihnachtsgeschäft fast überall ausverkauft war. Die Zukunft beginnt jetzt mit Super Nintendo 16-Bit-Power und immer neuen unschlagbaren Superspielen. 3D-Grafik, 360-Grad-Turns, 32.000 Farben. Nie zuvor waren die Effekte verblüffender, die Spiele heißer, die Gegner gefährlicher. Bethesda Game Studios, die Macher von Skyrim und Fallout, arbeiten aktuell an sage und schreibe 7 unterschiedlichen Spieleprojekten. Und dazu hat Todd Howard, der Chefentwickler, jetzt im Gespräch mit IGN einige neue Infos verraten. 2 der Projekte, die kennen wir schon. Das erste ist die Switch-Version von The Elder Scrolls 5 Skyrim, die da gerade entsteht. Das andere ist die komplette VR-Version von Fallout 4. Und auch das macht gute Fortschritte. Man kann es schon jetzt von Anfang bis Ende spielen. Trotzdem experimentieren die Entwickler da noch mit der Bewegungsfunktion im Spiel. Also man weiß noch nicht, ob man sich dann wie in vielen VR-Spielen üblich teleportieren kann oder direkt laufen kann. Daran wird also noch gebastelt. Dann weiß man, dass ein weiteres Spiel ein Mobile-Titel werden soll. Nur in welchem Genre der ist und welchem Universum der angehört, darüber weiß man noch nichts. Es soll aber in die erfolgreichen Fußstapfen von Fallout Shelter treten. Dann bleiben noch 4 Spiele und 2 davon sollen große Mammutprojekte im Stil eines Fallout 4, was die Größe angeht, werden. Bleibt also abzuwarten, was die übrigen beiden dann noch sind. Zu The Elder Scrolls 6 übrigens ist momentan nur so viel bekannt, dass die Entwickler das gerne machen würden, es sich aber nicht in aktiver Produktion befindet. Alright, come in. Holy f**k! Dude, I'm gonna kill myself if I shoot him. You won't, you're Jesus Christ! No, f**k! He didn't die from the freaking thing! Kein Versandfehler oder eine zu früh ausgelieferte Vorbestellung, sondern schlicht Diebstahl ist der Grund, warum seit letzter Woche einige Nintendo Switch-Konsolen schon vorab an die Öffentlichkeit geraten sind. Das hat Nintendo jetzt in einer Pressemitteilung gegenüber IGN erklärt und da heißt es, dass die Täter, die dahinter stecken, allesamt Angestellte bei einem US-Distributor waren, denn die Ganoven haben da einfach diese Konsolen geklaut und eine sogar wieder weiterverkauft. Haben aber jetzt schon die Konsequenzen dafür tragen müssen, denn alle haben ihren Job verloren und müssen sich jetzt weiteren strafrechtlichen Konsequenzen gegenübersehen. Der Mensch übrigens, der dieses Video vom Nintendo Switch Dashboard gemacht hat, dem passiert erstmal nichts. Er hat seine Konsole wieder zurück an Nintendo gegeben. Er wusste zum Zeitpunkt des Kaufs auch nicht, dass es sich um eine geklaute Konsole handelt. Er hat jetzt aber natürlich sein Geld noch nicht zurückbekommen, hat keine Nintendo Switch. Aber es ist für ihn nicht das Ende der Welt. Wenn euch also jetzt irgendjemand eine Switch andrehen will, denkt dran, der offizielle Verkaufsstart ist erst am 3. März. Das war's für heute mit den News. Die nächste Folge gibt's dann morgen. Bis dahin, weiterspielen.